Ja, ich habe jetzt noch 2 Wochen, bis ich in den App Store submitten muss. Und im Grunde ist es so eine selbst auferlegte Strafe. Also wir sind jetzt einfach öffentlich, wir haben den Release-Termin 7. August öffentlich gemacht. Ich merke wie immer, dass es wichtig für mich, dass ich so einen festen Termin habe und darauf hinarbeiten kann. Man kann mit dem Spiel sicher noch ein Jahr verbringen, wenn man möchte. Aber es hat sich auch in den letzten Wochen so viel getan, bloß weil wir gesagt haben, okay, wir wollen August. Ich bin unglaublich aufgeregt. Also jetzt fängt es an. Also seit ein paar Tagen renne ich wie manisch durchs Büro und höre nicht mehr zu, was die anderen Leute sagen, weil ich die ganze Zeit konzentriert drauf bin, was kann ich noch reinpacken, wo muss ich noch polishen, wo sind noch Bugs. Wir haben ja jetzt mit der Beta angefangen vor einer Woche, die ziemlich erfolgreich läuft und auch sehr spannend und ich kriege super Feedback. Das muss auch wieder eingebaut werden. Also ich bin eigentlich im Ausnahmezustand und das wird sich in den nächsten 2 Wochen sicher nicht ändern. Also die Zusammenarbeit mit Aga funktioniert in so Phasen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich eine gewisse Zeit für mich hinwurschteln muss, um was herzeigen zu können, gerade weil ich in der Zeit halt wahnsinnig viele Dinge ausprobiere. Und wenn ich dann zu Aga gehe und sage, das ist jetzt der aktuelle Stand, wenn ich mir vorstellen müsste, dass sie alle Stände dazwischen gesehen hätte und daran da Grafik gemacht hätte mit Sachen, die ich schon längst wieder weggeworfen habe, da hätte ich ein schlechtes Gefühl. Ich bin Agnes Lison, werde aber meistens Aga genannt, bin Kommunikationsdesignerin und mache für Rules relativ viel Grafik, von Webdesign bis hin zum Interface-Design. Wenn ich jemandem mit einem Satz erklären müsste, was ich mache, muss ich jetzt nachdenken. Interdisziplinäres Kommunikationsdesign. Ich habe Dinge hübsch machen studiert. Aus Luft und Scheiße ein Brecheisen bauen. Wenn wir dabei sind, eine Idee zu suchen oder eine Gestaltungsebene herauszufinden, setzen wir uns meistens erstmal hin und durchforsten Blogs, schauen uns unglaublich viele Bücher an, Magazine. Ich habe ein ziemlich großes Sammelsurium an Grafikdingern. Man schaut sich im Umfeld um, was gibt's gerade so, was findet man toll. Wir schauen uns Apps an, die wir super finden. Ne, und eigentlich filtert man dann so Stück für Stück heraus, was findet man toll, was findet man blöd, wo funktioniert es nicht. Und dann kristallisiert sich so Stück für Stück eine Richtung heraus. Bei Rules haben wir relativ schnell festgelegt, dass wir nicht in eine sehr gestalterische, grafische, illustrative, handgemachte Richtung gehen wollen, sondern eher vektororientiert arbeiten. Es war einfach durch diese Kartengeschichte und durch die Elemente, also durch das Figürliche, ziemlich schnell vorgelegt. Und ja, dann entstanden eigentlich so die ersten Icon-Ideen. Wir sprechen erst drüber und dann hat der Marcel sich hingesetzt, die Icons gebastelt. Und nachdem diese dann fertig waren, hat man wieder ein bisschen dran rumgeschraubt. Meistens ist es so eine Ping-Pong-Arbeit. Er macht was, schiebt's rüber, ich mach was. Oder er ist dann wieder eine Woche weg und bastelt vor sich hin, kommt zurück, zeigt es mir. Ich find's toll, ich find's doof, wir streiten, wir diskutieren. Dann entsteht wieder was Neues daraus. Dann schaut man sich um und gerade bei den Icons war es so, dass die erst sehr flach waren. Und dann entstand einfach relativ schnell die Idee, diese mehr mosaikhaft zu machen. Das ist auch eine Modeerscheinung ein bisschen, aber eine tolle. Und ich habe Bilder an der Wand, die genau in die Richtung gehen. Und dann reichte eigentlich ein Blick nach oben und dann hieß es, hey, warum macht man es nicht einfach so? Bei Rules war der Prozess so, dass der Marcel erstmal vorgebastelt hat. Und wir haben uns erst über die Richtung unterhalten. Dann hat er sich hingesetzt und das Grobe gelayoutet. Aber das ist eher wie eine erste Layout-Phase zu sehen. Das heißt, es werden nur ganz grob die Elemente hingesetzt. Und dann, wenn die Elemente da sind, steige ich ein und gehe in den Feinschliff.
Und wenn schon alles da ist, kann ich eigentlich loslegen. Wenn wirklich alle Sachen drin sind in der App, das heißt maximale Textlängen, alle Elemente kann ich genau einordnen. Ich habe so und so viele Elemente, so und so viel Platz brauche ich dafür. Minimum, Maximum ist eigentlich für die Gestaltung immer sehr wichtig. Ich brauche alle Fälle, damit ich alles mit reinpacken kann und berücksichtigen. Und erst wenn ich alles berücksichtigen kann, kann ich ein Gesamtdesign erschaffen. Ja, also ich bin selber überrascht, wie viel sich jetzt noch getan hat, optisch. Man merkt einfach, dass Aga jetzt nochmal richtig intensiv zum Projekt dazugekommen ist. Wir haben ja so eine Arbeitsteilung. Ich bin eher Illustrator und sie macht Grafikdesign und hat jetzt bei Rules die Art Direction gemacht. Das heißt, die Symbole, die kann ich selber so fertig machen, dass sie gut sind, aber so das gesamte Look and Feel, das fällt mir viel schwerer. Und ja, auf der Amaze haben die Leute es gesehen und haben gesagt, das ist fertig. Aber wenn man das jetzt daneben hält, wenn man den aktuellen Stand daneben hält, dann merkt man halt, wie in den Details so die Qualität einen Sprung gemacht hat. Und man kann sich's nicht vorstellen. Ich konnte mir das damals auch nicht vorstellen, dass es nochmal so viel schöner werden kann. Ich hoffe, dass die Leute, die Rules in der Hand halten, genauso viel Spaß haben, wie ich es bei Freunden festgestellt habe, die nie spielen. Dass es intuitiv einfach unglaublich viel Spaß macht. Also dieses, ich schaff's nicht und diesen aufregenden Moment mit sich bringt. Ich hoffe, dass es viele Leute nicht abschreckt, dass man immer wieder scheitert und von vorne anfangen muss, sondern dass auch durch die Animationen und durch die Grafik auch ein bisschen eine Herausforderung darin steckt, dass man eben die Wale drücken muss, dass man die Einhörner pusht und so weiter. Ja, ich hoffe, da wird auch so ein bisschen von dieser Leidenschaft rüberkommen, von den kleinen süßen Tierchen.